Ja, Hallöchen, Servus, liebe Gemeinde. Ja, liebe Ladies and Gentlemen, weiter geht's hier in der Serie Ich stelle dich vor. Und das wird wahrscheinlich das vorletzte Video sein, was ich jetzt schnell noch produziere, bevor ich dann definitiv ins Krankenhaus gehe für ja, längere Zeit. Also, wenn ihr das Video seht, dann werde ich wahrscheinlich noch im Krankenhaus sein. Aber ein Infovideo diesbezüglich ist ja schon rausgegangen. Das habt ihr mit Sicherheit schon gesehen. Aber widmen wir uns doch noch mal hier richtig diesem Video, was ich euch präsentieren möchte, oder den Kanal am besten, ne, den ich euch präsentieren möchte. Und zwar ist es der Spook. Nicht Spooky und nicht Spock, sondern Spook. Ja, wenn er bei mir mal drinnen ist und mal schreibt, oder er war auch schon bei diversen Livestreams bei mir dabei. Und ja, da habe ich immer Spooky gesagt. Ich glaube, das hat mir ganz schön genervt. Nein, es ist der Spook. Das ist ein ganz lieber Kerl. Macht mir auch immer sehr viel Spaß, bei ihm reinzuschauen. Und ihr seht schon hier anhand von seinem Banner, er ist hauptsächlich in War Thunder unterwegs und er streamt sehr oft freitags und samstags. Ja, und dann schauen wir ganz einfach mal bei ihm rein. Ich habe hier mal die Videoliste schon mal aufgemacht. Ich kann auch mal die Übersicht noch kurz zeigen. Aufgeräumter Kanal, wird man sich zurechtfinden, gar kein Problem. Bei der Kanalinfo, da schauen wir auch mal rein. Ja, sein Name ist halt Spook. Und fast jede Woche gibt es neue tolle Streams zum Thema War Thunder oder auch was anderes. Und ab und zu haut er auch vielleicht ein Video für euch Panzerfahrer raus. Jo, na gut. Lassen wir uns überraschen, gehen wir mal rein bei ihm in ein Video. Nein, das war ein ein Stream. Sorry. Instant A. Eieiei. Mensch, Mensch, Mensch. Das geht ja überhaupt gar nicht. Ja, grüß Gott, wie geht's dir denn so? Letzter Stream des Jahres. Ja, es ist etwas leise. Ich habe also Lautsprecher hier volle Kanne aufgedreht. Nachtmatch. Fix-Einstellungen im Ding noch drin. Wir rutschen mal ein Stück weiter vor. Ja, beim Livestream, Leute, da ist das Bild nicht so optimal. Das ist logisch, das müssen wir alle. Da müssen wir drüber hinwegschauen. Alle anderen Aufnahmen, die er so macht als Let's Play am PC, das funzt alles wunderbar. Schauen wir mal ein bisschen weiter nach vorne, ob dann schon mal Gegner auftauchen. Ja, das ist auch immer das Problem, ne? Streamen mit voller Kanne. Ich schaue mal, ob ich hier noch mal irgendetwas machen kann. Wir haben 720, haben wir. Besser wird's nicht. Der Ton wird nicht lauter. Okay, das sind immer so die Probleme beim Streamen, Ach doch. dass man das immer alles genau abcheckt. Dass der Ingame-Sound nicht zu laut ist. Dass man nicht zu laut reinblärt ins Mikrofon. Aber ihr seht jetzt schon einmal, er fährt Panzer. Und er spielt War Thunder. Und er streamt. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, wir verlassen mal dieses Video und gehen mal in ein anderes hinein. Da hat er, glaube ich, auch gestreamt. Mama, ich bin im Fernsehen. Schaut so aus. Auf jeden Fall ist es auch recht Hallo, leise. hallo, ich bin im Fernsehen. Ich habe Sag, meine Roman, Speaker auf bleibt schon mal was ins 100% Russisch rein. und höre fast nichts. Kugel.
Wir rutschen Darf ich mal ein raten? Stück weiter nach vorne. Ich freue mich. 3,7 P34 gibt es an der Ja, das ist auf jeden Fall ein Steuerung. Stream. Da spielt er Auf also auch der mit 1940 anderen hinten drauf. zusammen. Ist der nicht 1942? Nee, das ist der Premium. Sicher. Und er kennt sich also auch sehr gut aus mit Die sind den Fahrzeugen. 3,40 auf 3,3. Und dann gehen wir da nahtlos raus und gehen ins nächste rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just Cause 4 mit mir, dem. Mein Name ist Ulrike Bethmann. Ja, gut, also. Das weiß ich nicht, was das jetzt war. Ja, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Just Cause 3 mit mir, dem Spuck. Und ja, ich dachte mir, Just Cause 4 ist draußen, aber. Ja, also jetzt habt ihr mal hier ein normales Let's Play, was er sonst ja zu Hause dann am PC spielt. Just Cause 3. Und da passt natürlich alles, das seht ihr auch hier. Da kann ich nochmal reinschauen und zwar 180 DPI, DP. Pixel meine ich 180, das ist also HD und der Ton passt ja auch. Und dann gehen wir wieder rein ins Spiel. Und er kommentiert auch gut dazu. Jetzt ist der Ton auf einmal weg. Ja, wo ist er hin? Ein Auto wäre mal cool. Okay, also hat er irgendwo ein kleines Problemchen Ein gehabt. Auto habe ich gesagt. Au. Ach, das war eine Bin Bruchlandung, ich ja, überhaupt? Donnerwetter. Okay. Bisschen Action, ne? Ja, genau, Tür auf, Fahrer raus. Hä? Fliegender Wechsel. Wunderbar. Toll. Was ist das denn für ein Bug? Ich wünschte, die Ravello ließe uns Shorts tragen, wobei ich bin nicht sicher, ob uns da noch jemand nachspielen kann. Ja, ich lasse mal im Hintergrund das Video noch ein wenig weiterlaufen. Und ja, ihr seht selber, er schnippelt da auch so kleine Gags mit rein. Er kommentiert recht gut. Und vor allen Dingen, er sprüht sehr viel Freude aus, wenn er spielt. Das sieht man, merkt man, hört man. Und ja, dann sage ich auch mal zum Spuck: Schön, dass ich bei dir mit bin und du bei mir mit bist. Mir macht es auch immer Spaß reinzuschauen bei dir. Und ich hoffe, das bringt was, diese kleine Werbung. Und dann gebt ihm ein bisschen YouTube-Liebe. Schaut auf seinen Kanal, liked, schreibt Kommentare. Oder abonniert ihn, wenn es euch ganz gut gefallen hat. Und zur Übersicht gehen wir dann noch einmal rein in seine Videos, die er hat, damit ihr seht, was er alles so spielt. Ich scroll mal durch langsam. Ihr könnt es ja anhalten. Ja, Sniper 4 Elite, ja, das kommt bei mir auch noch. Ja, wunderbar. Und wenn ihr ihn abonniert, dann seid so nett, dann schreibt in den Kommentar rein, dass ihr vom Kanal PVB okay kommt. Das freut uns beide und jeder weiß dann Bescheid, wie es mit der Werbung ausgeschaut hat, dass es was gebracht hat oder auch nichts gebracht hat. Dann sage ich danke fürs Reinschauen. Macht es gut, liebe Leute. Und vergesst nicht, auch bei mir dürft ihr und könnt ihr liken, könnt ihr Kommentare schreiben, ihr könnt auch einen Spendenlink bei mir anklicken. Klicken. Natürlich ist sein Kanal in der Videobeschreibung verlinkt, logischerweise. Ja, und dann sage ich ganz einfach: Holdio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PVB. Okay.